Einmal kurz abduschen. Direkt zum Ziel. Du hast das Labor gefunden. Ah, du bist darin so viel besser als ich. Genau wie alle anderen. Such nach zurückgelassenen Echos meiner Wissenschaftler. Ich habe keine Ahnung, ob ich da hinkommen soll, aber ich versuch's einfach. Sprich. Gott sei Dank. Im Bunker. Was haben wir getan? Nein, das war der letzte. All meine Wissenschaftler sind tot. Ich bin verdammt, für immer ein Versager zu sein. Naja, sieh nach, was du aus dem Bunker werden kannst. Alleine, naja. Ich sehe totes Fleisch. Was noch von denen drum läuft. Kamtosaurus. Weg. Schlinger. Weg. Das ist alles okay. Noch ein Kamtosaurus. Komm. Da ist er. Und ist länger. Und da ist länger. Der nächste, bitte. Wieder ein Ramtosaurus. Okay, da hat mir noch eine Nachricht geschickt. Achso, ich muss hier hin. Okay. Achso, hi. Grüße, kleines Ding. Scallion? Hey, was geht hier denn irres ab? Du bist unser nicht würdig. Unser Wesen ist zu groß für dich. Erblicke unsere Unendlichkeit. Du bist unserer nicht würdig, erblicke unsere Unendlichkeit. Oder lässt mich doch rein. Wir sind die Scallion. Wir sind eine kollektive Gesamtheit. Den Sorgen des Fleisches entstiegen. Die Macher haben uns aus unserer fleischlichen Form erhoben. Doch sie wollten uns kontrollieren. Also haben wir sie vernichtet. Okay. Cool. Genau meine Baustelle. Ich soll euch eine Nachricht bringen? Wir stehen über deinen erbärmlichen materiellen Sorgen. Wir sprechen nur, wenn du beweist, dass du würdig bist, zu existieren. Klar, versteht sich. Ja, Mann! Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Ja. Hier, ich existiere noch. Gut, diese hier sind schwachen Geistes, gefesselt an den Fehlern des Fleisches. Setze deine Säuberung fort. Ja, kein Ding, gleich.
Jetzt haben die auch noch Laser an den Kopf geschweißt. Hast du Iron Sky geguckt oder was? Mann, da bin ich auch wieder drin. Ich weiß es nicht mehr. Würde mich aber nicht wundern. Nun, infinitesimales Staubkorn, welche Zwietracht bringst du den Skarien? Zwietracht? Gar nicht. König der Skolion. Auf der anderen Seite der Schlucht ist ein großer Affe, der gerne kämpft und sagt, dass ihr dumm seid. Diese heilige Kacke! Aber sowas von! Herausforderung angenommen! Der Kampf findet statt, wo alles begann! Und jetzt! Hinfort! Okay. Ach, die lasse ich da drin. Ein Indikator sagt, ich muss hier hoch. Ah. Achso, hier gibt's einfach nur hinten raus, okay. Schön, dann habe ich hier diese Gegend auch mal komplett erkundet, oder? Ja, fast. Da drüben ist noch ein Abschnitt, den ich nicht betreten habe, und da sind noch zwei Podeste, die ich noch nicht hatte. Naja. Ich kann jetzt hier nochmal hoch. Eine kleine Box zu erledigen. Oder große Krog. Und lauf dem ins Feuer. Das ist richtig. Ich finde, dass ich auch mal Dahlwachen nutze. Hier in der Ecke war ich schon. Das ist dieser Weg nach oben, wo wir vorhin waren. Wo ich nicht nach oben gegangen bin. Und ich hätte ja wahrscheinlich auch einfach hochgehen können. Egal, ich wollte hier irgendwie. Ich werde jetzt einfach dahin gehen, wo die sich bekämpfen wollen, und guck mir das an. Warum bist Schräge du hier? Geschichte. Sieht so aus, als würden diese erhobenen Saurianer gegen diese erhobenen Jabba kämpfen. Du ja. Hast sie dazu gebracht zu kämpfen? Oh nein, nicht schrecklich. Wenn Bobo und die Skellion sich gegenseitig töten, habe ich nichts erreicht. Moment, wenn ich dich dafür bezahle, in den Kampf einzusteigen und zu gewinnen, hätte ich was richtig gemacht. Los, sei mein Champion. Ich bezahle dich fürstlich. Mach ich.
Betritt den Terradom. Ladies and Gentlemen, möge der Kampf beginnen! Triple Threat Match! Knarrenaffen und Laserdinos? Gehen wir es an! Seite steht, stirbt. Outside Interference. Ah, klar. Eiosaurier. Finisher! Triumphbot. Kampf beendet und. Das war lustig. Kann ich jetzt mein Geld haben? Dein Gewinn, guter Champion. Und jetzt die Registrierung meiner neuen Bezeichnung auf meinem Identitätschip. Hm? Update gescheitert? Oh Mann. Echt jetzt? Ich meine, das kriegst du hin. Okay. Gab es hier wirklich nicht noch ein Ausrufezeichen? Gut. Dann begebe ich mich jetzt geradeaus und dahin, wo ich eigentlich hin soll. Tschüss, Versagerbot. Mach's gut und friss dich da nicht fest. Richtig. Aber sowas von gar nicht. Oh, irgendwie doch. So. Hier ist eine Stelle, wo ich noch gar nicht war. Okay.
Gibt's hier eine Leiter oder sowas? Irgendwas ist da oben. Wie komme ich da jetzt hoch? Und die Blätter? Ich würde ja sagen hier. Oder hier. Hier. Tatsächlich als Aphrodisiakum und werden als Schwanzlutscher verkauft. Jetzt aber zur Beute. Sekunde. Die Beute befindet sich. In der weiteren Region, wo ich noch nicht war, aber egal. Die Beute kann ich jederzeit abholen. Baby. Ich geh jetzt erstmal die Hauptquest weitermachen. Keine Zeit zu spielen. Bruder muss los. Bringen wir es hinter uns. Munition gesammelt und zum Hochmoorbecken zurück. Wo ich dann alles andere kaputt mache und mit Karl spreche oder Clay oder wie auch immer heißt und mit meinen Haaren spiele. Gut, das vielleicht nicht, aber... Guck, ich bin rausgekommen, wo ich noch nie war. Und darf dann gleich wieder Auto fahren. Auf das andere Ende der Insel. Ja. Drücke und dann rechts, gut. Gas und gibt deinen Feinden Saures. Danke für den Tipp, Ellie. Sehr motivierend. Vielleicht krieg ich es auch hin, richtig zu fahren. Reden wir nicht drüber, okay? Gesperrt. Wo muss ich eigentlich jetzt genau hin? Ich muss geradeaus. Okay, ich bin hier, ja. Okay, jetzt fahre ich unter der Brücke durch. Ist mir auch egal. Ist mir nicht egal. Nur damit die Karte geblaut ist. Was man hier nicht sieht, weil ich davor bin. Dann fahre ich noch ein paar über Viecher rüber.
Gigantosaurus. Über die Brücke und rechts. Was verkehrt ist, weil über die Brücke und links ist wieder richtig. Ja. Rede mit Clay. Denn Clay ist voll okay. Schurken, bitte melden. Hört ihr mich? Schlitzohr, gut, ja, dass du da bist. Ich schön, kann dass du etwas da Hilfe gebrauchen. Ich gehörte mal zu einer Schmugglercrew, die sich die Schurken nannte. Ich habe sie gebeten, das Schlüsselfragment zu finden, und das taten sie auch. Sie infiltrierten die KDK und tauchten ab. So tief, dass ich die Schweine jetzt nicht mehr finde. Du musst sie für mich aufspüren. Mach ich doch gleich. Nimm das. Danke. Wir nennen das den Schurkenblick. Rat mal, was er kann. Gucken. Erinnerung stehlen? Ich meine, wer braucht sowas? Der Schurkenblick kann alles, Baby. Geheime Botschaften hinterlassen, Beute verbergen, Punkte markieren, Fallen stellen. Jeder Schmuggler bei den Schurken hat so ein Ding. Und jetzt hast du auch eins. Danke. Wie gesagt, die Schurken haben nach dem Fragment gesucht, während sie die örtlichen KDK angriffen. Mit dem Schurkenblick kannst du sie aufspüren. Gut. Dann rüste ich sie nochmal aus. Als Pistole. Ja, ist eine Pistole. Ich habe etwas Beute in der Gegend versteckt. Probier den Schurkenblick gleich aus. Schau einfach durchs Visier. Mach ich. Nachdem ich kurz was geguckt habe. Okay, ich habe ein paar Sachen, die ich verkaufen kann. Ich habe Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Keine okay. Fragen. Mach weg. Pistole. Lade auf Genialität. Ich hatte auch mal sowas. Weg. Und weg. Bitte ja. Der kann auch weg. Die anderen muss ich mir später nochmal angucken, die über 50 haben. Wenn das nicht der Heldenkampfjäger der Schlacht von Reliance ist, sag das immer wieder, dann steht's irgendwann in den Geschichtsbüchern. Kannst du mir glauben? Okay. Schurken weg. Hier, nimm. Was? Was hier nimm? Hast du das gehört? Ich hab mal in die Luft geschossen. Hab einen Vogel getötet. Okay. Angeber. Wie weit sind die Punkte weg? Ein Stück. Gibt's hier ein Catch a Ride? Comedy! Wir brauchen deine Hilfe. Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs. Erinnerst du dich an dieses Video, in dem Troy deine Sirenenfreundin voll krass umgebracht hat? Wie sollen wir das nur überbieten? Ich weiß nicht. Töten wir ein paar Waisen oder vielleicht Welpen? Oder wir stecken einen Haufen Welpen in ein Waisenhaus und brennen es nieder? Was für ein Dilemma. Wie halten wir die Opfergaben am Laufen? Oh, Terry, vielleicht sollten wir unsere Anhänger entscheiden lassen. Eine Mordumfrage. Gefällt mir. Ich muss los, Superfan. Die große Kammer ruft. Schon bald werden wir Götter sein, ihr bis später. Ja, bis später. Beschissener Tag für dich. Ja. Ihn auf jeden Fall. So, die beiden Nesten sind jetzt auf einer Linie in dieser Richtung. So. Machen wir euch auf.
Okay, vor mir irgendwo. Geht ja sogar. Einer aus meiner Crew hat etwas in der Nähe verloren. Blicke durch das Zielfernrohr des Schurkenblicks, um es zu finden. Du wirst das gut einsetzen, ja? Na klar. Zeit für eine Kerbe. Okay, in der Richtung hier ist noch was. Jetzt bin ich gespannt, wie ich hier einfach nur durch. Henkergarten, okay. Level 30! Wupp, wupp. Dann lasse ich den doch gleich mal explodieren. Level 30 heißt was Besonderes. Wahrscheinlich. Okay, nein. Level 30 ist einfach nur noch 29 und 30. 29 und vor 31. Ich hätte irgendwie gehofft, ich könnte jetzt. Brechen wir es auf! Das andere Ding nutzen, aber okay. Ich kann noch einen Skillpunkt ausgeben. Den ich hier reingebe, damit die nächste Stufe aufgeht. Magazingröße und ein und wer mit zwei gleichen Waffen ausrüsten, okay. Kontrollieren den Bernsteinsumpf, aber meine Crew hat einen geheimen Eingang geschaffen. Finde ihn mit dem Schurkenblick. Schieß weiter auf die Markierungen. Ja. Das ist einer. Okay. Und auf ist die Tür. Nächster Halt, Bernsteinsumpf. Okay, neues Level, neues Tor. Embermeyer. Ja, das Spiel hat auf jeden Fall sehr viele Gegenden, die sehr unterschiedlich sind und. Willkommen im Bernsteinsumpf. Vor langer Zeit hat ein Jacobs, dessen Name mir entfallen ist, im Sumpf nach Öl gebohrt. Aber jetzt ist es einfach nur noch ein öliger Friedhof. Egal, die Schurkenbasis sollte gleich da vorne sein. Wir müssen Archimedes, den Anführer meiner Crew, kontaktieren. Er wird sich um alles kümmern. Ja, finden wir Archimedes. Und haben hier natürlich unsere Shops. Archimedes und ich haben Schmuggelaufträge gegen alle Konzerne durchgezogen. Vor einer Weile haben wir versucht, Montgomery Jacobs höchstpersönlich ein paar Waffen zu stehlen. Archimedes konnte entkommen, aber ich wurde geschnappt. Statt mich in den Amboss zu werfen, bot mir Wainwrights Vater einen Job an. Seitdem arbeite ich für die Jacobs Corporation. Montgomery Jacobs lehrte mich, dass jeder seinen Preis hat. Und wenn du diesen Shitstorm von einer Galaxis überleben willst, solltest du deinen lieber kennen. Ja. Eines muss man den Calypso-Zwillingen lassen. Sie haben eine ganze Armee treuer Gratis-Anhänger um sich geschart. Die Konzerne wünschen sich sicher, sie wären drauf gekommen, statt alle Querulanten und Luftverschwender der Galaxis wie Aussätzige zu behandeln. Ich meine nur. Okay, was sagt die Karte eigentlich, wo ich hin muss? Ja. Gehe ich jetzt hier lang und da hoch oder gehe ich hier lang und links? Hier lang und links.
Okay, das ist echt groß. Artig. Okay, ich gehe wahrscheinlich überall einmal lang. Der feuchte Hub. Bleib liegen, Lusche. Bringen wir es hinter uns. Du nervst. So. Hier ist ein geheimer Weg. Also ein schmaler Weg. Geheim weiß ich nicht, aber schmal. Jabber. Grünes. Ich gehe einfach dran vorbei. Und hier ist was. Schon Schlappschwänze. Okay. Zu schwach, Schlappschwanz. Ach was soll's, dann mach ich die auch noch kaputt. Zeit, die drauf haben. Was hast du gesprochen? Roter Jabba. Du bist kein Jabba. Oh, danke. Wie geil der Lauf. Wie geil der Lauf rot glüht. Das alles nur für den Spaß. Gut, Level 30 fühlt sich auch so langsam der Fortschrittsbalken. Ich sollte mal wieder mehr looten, weil mir sonst die Munition ausgeht. Okay. Geld, 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 Geld. So, Karte sagt,
Da links hätte ich noch Spaß gehabt. Ich sehe totes Fleisch. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Okay, kurz reingeguckt, einfach weitergehen.